Ich möchte dir heute eine Methode vorstellen, die ich zu Beginn meiner eigenen Karriere in Zusammenarbeit mit einem professionellen Leipziger Sportpsychologen durchgeführt habe und deren Ergebnisse mich begeistert haben. Mein Name ist Anna Helbig, ich leite die Tischtennisschule Tetaco und unterstütze Sportler dabei, ihre Ziele zu erreichen. Ich lade dich auf eine kleine Reise in die Zukunft ein. Damit das funktioniert, hol dir einen Zettel und einen Stift und nimm dir 30 bis 45 Minuten Zeit. Außerdem brauchst du ein bisschen Offenheit und Vertrauen. Um nämlich den bestmöglichen Effekt zu erzielen, darfst du nicht wissen, wohin der Weg geht und was das Ganze soll. Das besprechen wir aber im Nachhinein. Versprochen. Stell dir vor, es ist soweit und du trittst in deinem Verein, deinem Verband als Trainer zurück. Und auf der Vereinsversammlung oder einer ähnlichen Veranstaltung wirst du verabschiedet. Einer deiner Spieler, der Vereinsvorstand oder ein guter Freund aus dem Verein hält eine Rede über deine Trainerlaufbahn und vor allem über dich als Mensch. Was wird derjenige wohl sagen? Wie wird er dich beschreiben? Welche Erfolge wird er aufzählen? Und was hat dich als Trainer ausgemacht? Versetz dich mal genau in die Lage desjenigen hinein, der die Rede über dich hält. Wähle jemand, der deine Arbeit schätzt, der dich kennt und dem du am Herzen liegst. Und jetzt fang einfach mal an zu schreiben. Schreib deine eigene Trainerabschiedsrede aus Sicht dieser Person. Beispielsweise könnte die Rede so beginnen. Liebe Anwesenden, liebe Anna, eine kleine Tischtennis-Ära geht zu Ende. Als Trainerin war Anna immer für ihre Spieler da. Doch auch Eltern, Mannschaftskameraden, Vorstandsmitglieder, sogar Spieler aus anderen Vereinen konnten jederzeit zu ihr kommen und sie um Rat fragen. Nimm dir hierfür ein bisschen Zeit, halte das Video an und schreib einfach mal. Du kannst dir natürlich auch Inspirationen im Internet holen. Schritt 2. Nimm dir deine Rede zur Hand und unterstreiche die Dinge, die dich oder eine Leistung von dir konkret beschreiben. An dem vorigen Beispiel: Als Trainerin war Anna immer für ihre Spieler da. Doch auch Eltern, Mannschaftskameraden, Vorstandsmitglieder, sogar Spieler aus anderen Vereinen konnten jederzeit zu ihr kommen und sie um Rat fragen. Schritt 3. Schreibe die unterstrichenen Satzteile heraus. Verändere zwei Dinge. Erstens, ersetze Anna, sie, ihre, alles was auf dich bezogen ist, mit ich und mein und so weiter. Als Trainerin war ich für meine Spieler da. Zweitens, ersetze die Vergangenheitsform durch Gegenwart. Als Trainerin bin ich immer für meine Spieler da. Fertig! In 3 einfachen Schritten hast du ein Visionsbild von dir als Trainer erstellt. So willst du sein, beziehungsweise so bist du. Das macht dich aus. Besonders aus 2 Gründen finde ich diese Methode unfassbar gut. Erstens, es geht um Wertschätzung und vor allem um Wertschätzung dir selbst und deiner Arbeit gegenüber. Dass du dir über deinen Wert bewusst bist, auch wenn dir das im alltäglichen Vereinsleben nicht so oft bis vielleicht gar nicht gesagt wird. Zweitens, du machst Wünsche und Vorstellungen sichtbar, die bis dato wahrscheinlich eher unter der Oberfläche geschlummert haben und die du so nicht in Worte fassen konntest. Jetzt kannst du deine Wünsche kommunizieren und dein Umfeld noch besser danach gestalten bzw. anpassen. Um dieses Leitbild optimal zur Geltung zu bringen, ist es sinnvoll, es irgendwo aufzuhängen oder zu verstauen, wo du es regelmäßig siehst. Beispielsweise in deiner Schlägertasche, in deinem Portemonnaie oder gegenüber von der Toilette. Vielleicht ist dir beim Anschauen und Mitmachen auch schon der Gedanke gekommen, das könnte ich ja auch so mit meinen Spielern machen. Das solltest du auch. Lass sie ihre Abschiedsrede aus Sportlersicht schreiben. Denn besonders für junge Menschen ist diese Methode sehr, sehr wertvoll, da die Fähigkeit geschult wird, ein eigenes Selbstkonzept zu kreieren und sich damit zu beschäftigen, wer man ist, wer man sein will, als Sportler und als Mensch. Du kannst ihnen hiermit
einen Wert über das sportliche Leben hinaus mitgeben. Deshalb probier es jetzt erstmal selbst aus. Und dann viel Spaß bei der Umsetzung mit deinen Spielern.